Woher sollten wir wissen, was wir anhaken müssen? Was damit gemeint ist? Ja, danke schön. Wow. Der Befehl Beschriftungsbild. Ihr geht auf Formel, gebt einmal add IFC ID ein. Klickt hier auf den Namen drauf. Okay. Wow. Definieren mit der GUID, denn die Schichten haben andere GUIDs als die Gesamtschicht. Dann müsst ihr wie folgt vorgehen. Hier schreibt ihr Parent, also das ist der väterliche Teil oder mütterliche Teil des Attributs. Und dann geht es wieder um IFC ID. Ihr klickt hier drauf, Klammer zu. Wow. Das heißt, ihr müsst wissen, wo ihr die GUID herbekommt. Beim Importieren, Exportieren. Jederzeit müsst ihr das für jedes Bauteil unter Kontrolle haben. Servus, grüßt euch, euer Peter. Eines der wichtigsten Videos wahrscheinlich für euch ist dieses GUID-Video, das wirklich den OpenBIM-Prozess herausfordert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Im OpenBIM-Bereich gibt es oft einen BIM-Ablaufplan und es gibt zu jedem Projekt ein AJA, aber meistens ist irgendwie geregelt, ob man denn ein Modell übernehmen soll und daraus arbeiten muss oder nicht. Und da müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein im OpenBIM-Prozess, wenn da drin steht, dass ihr die GUID nicht verändern dürft vom Bauteilen. Und ihr bekommt das Modell von einer anderen Software oder von einer anderen Disziplin, dann seid gewarnt, ihr werdet vor sehr vielen Herausforderungen stehen, die ihr wahrscheinlich gar nicht so lösen könnt. Deswegen versucht, den OpenBIM-Prozess so einfach wie möglich zu gestalten. Und schaut, dass es nur für die Abgleichung ist. Also ich würde mich weigern, das Tragwerksmodell von einem Architekten zu übernehmen, ohne dass ich die GUID verändern darf. Denn das setzt mich auch voraus, dass ihr die ganze Struktur des Architekten übernehmt. Und der Architekt, der macht manchmal die Wände einfach auf der Bodenplatte drauf und dann oder auf der Decke. Was ich damit meine ist, jedes Bauteil hat eine GUID. Ich glaube, das steht für General Unique Identify oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Also jedes Bauteil hat eine unique, also eine eindeutige Identifikation, Identifier. Und das kann ich auch sichtbar machen, indem dass ich das Ganze beschrifte. Ich zeige es euch mit zwei Bauteilen. Das eine ist eine geschichtete Wand mit Mauerwerk und mit Dämmung. Und das andere ist eine Stütze. Wir müssen mich genau vor diesen Bauteilen aufpassen. Stütze steht einfach für alle anderen Bauteile und die Wand steht einfach für mehrschichtige Bauteile. Und das ist jetzt in dem Fall die Wand. Ich beschrifte jetzt das Ganze, dass wir die GUID mal sichtbar machen. Deswegen gehe ich hier auf die Wandschicht der Dämmung. Ich habe hier zwei Beschriftungsbilder abgesetzt. Die könnt ihr, ich zeige es euch wenigstens einmal, dass ihr wisst, wie ihr die GUID sichtbar macht und das Beschriftungsbild erstellt. Der Befehl Beschriftungsbild, ihr geht auf Formel, gebt einmal add IFC ID ein, klickt hier auf den Namen drauf, okay, setzt das Ganze einfach ab, ist mir jetzt egal, wie das ihr benennt, definiert die Formel, hier klicken, ihr könnt ja das Ganze langsam abspielen und speichert das dann als GUID ab, okay. Wollt ihr aber die Gesamtwand definieren mit der GUID, denn die Schichten haben andere GUIDs als die Gesamtschicht, dann müsst ihr wie folgt vorgehen. Hier schreibt ihr Parent, also das ist der väterliche Teil oder mütterliche Teil des Attributs. Und dann geht es wieder um IFC ID. Ihr klickt hier drauf, Klammer zu und sagt wieder okay, setzt das Ganze ab, definiert diese Folie hier und dann habt ihr die GUID Gesamtwand. Und auch hier sage ich ersetzen. Wunderbar. Jetzt beschriften wir das Ganze. Einmal hier. Mit der, ja okay, machen wir die GUID Gesamtwand. Also das ist von der Gesamtwand die GUID. Setzen wir mal hier oben drauf, dass wir wissen, okay, das erste ist die GUID der Gesamtwand. Das zweite ist jetzt die GUID der Schicht, also der Dämmschicht. Hier die GUID der Betonschicht. Und hier ist die Stütze. Das sind die GUIDs. Also hier sehen wir ganz viele Zeichen und
Wunderbar, alles ist eindeutig. Hier haben wir sogar den Durdr. Durdr. Das wird mein nächster Charakter. Und der Oid. Der Oids. 88. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Gut, aber das ist jetzt der Guid und der darf nicht verändert werden. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt einen Fertigerraum. Ihr habt eine Stütze, die bearbeitet ihr, haut eure Bewährung rein und dann kopiert ihr die Stütze. Und mit Konsolen, ihr bringt Konsolen an und schon verratzt. Schon habt ihr die Guid verändert. Konsole anbringen an ein 3D-Portal, verändert die Guid. Oder kopieren, verändert die Guid. Ihr müsst wirklich das Objekt einzeln dann bearbeiten. Macht das nicht, lasst euch da bitte nicht drauf ein. Sagt, ihr habt eine eigene Guid, ihr seid der Tragwerksplaner und ihr gebt das ein. Und wenn die dann sagen, ja, jetzt, wir müssen aber wissen, ob du die Stütze verschoben hast oder hast du die verbreitert oder hast du die gelöscht. Im schlimmsten Fall hast du die gelöscht und neu gemacht und dann sagst du, ja, ab dem Zeitpunkt wurde die Stütze gelöscht und eine neue erzeugt, steht aber für dieselbe. Was sollen sie denn dann machen? Dann haken sie das in Solibri ab oder sonst irgendwas und sagen, okay. Ihr macht euch da nur Feinde und Fehler, wenn ihr das ständig nach dem Maß der Vorgabe gebt, weil irgendjemand irgendwas aufsetzt und selber noch nie damit geplant hat. In Gedanken kann ich das schön ausmalen. Nein, du darfst keine Stütze verändern. Du darfst nichts. Musst du aber. So. Jetzt gehen wir mal zum Export über. Wir exportieren das Ganze als IFC. Datei exportieren im IFC-Datenformat. So, jetzt kann ich erstmal den Ausgang übernehmen, wie das Ganze heißt und wo ich das abspeichere. Bei mir ist es das Laufwerk S und der GUID und ich nenne es mal 01 das Original. Und dann das Austauschformat IFC4 Standard Export und hier könnt ihr irgendwas wählen, was ihr gerade wollt. So, und jetzt gehe ich aber noch in die Einstellungen rein und muss mich hier noch etwas nachprüfen, sobald ich eine mehrschichtige Wand habe. So, hier wird schon passen. Meter, super. Elementfilter, was will ich denn alles exportieren? Dass der Ingenieurbar zugeklappt ist, ärgert mich schon wieder. So, und hier, ja, ihr könnt das selber lesen und die Checkboxen abhaken. Jetzt kommt was, das wurmt mich. Das wurmt mich wirklich in den ganzen Prozess. Warum macht man nichts anwenderfreundlich? Einfach, ey, ohne Scheiß, man will ja eigentlich mit dem OpenBIM-Prozess einen Vorteil ermitteln. Also, man will ja was abgleichen, man will miteinander kommunizieren und das sollte man auch. Aber jetzt kommt man halt mit tausenden Fachwörtern um die Ecke und das werden immer mehr. Also hier, da komme ich noch mit klar. Und dann lese ich das. Ich kann damit gar nichts anfangen, ohne Scheiß. Warum ist da nicht eine Infobox dabei und dann erklärt das Ding, was damit gemeint ist? Oder warum gibt es nicht ein Erklärungsvideo? Hey, ich weiß gar nicht, was ich da anklicken soll von den ganzen Tag. Dann mache ich das Ding wieder zu und sage, ja, ich kann es nicht besser. Und so passiert es ständig. Wenn wir im Import und Export angewiesen sind auf eine andere Disziplin und keiner weiß so eindeutig, was man hier anhaken muss, das Wichtigste überhaupt, was man überhaupt exportiert oder importiert, wenn das nicht klar definiert ist, dann sind wir Anwender alle verratzt. Wenn das die Programmierer machen und die ganze CAD-Software, ich sehe das nicht als Altplan-Problem, sondern allgemein. Woher sollten wir wissen, was wir anhaken müssen, was damit gemeint ist? Ja, danke schön. Klappe ich wieder zu und sage, ja, sehen wir uns morgen. Ich lasse das jetzt einfach auf hier und sage, ja, ich weiß nicht mal, was Freiformgeometrie Unterstützung heißt. Ja, was heißt denn das? Was macht denn das dann? Wir brauchen das anwenderfreundlich. Wir brauchen da Infoboxen. Wir müssen da mehr Informationen dazu bekommen. Ansonsten lassen wir das hier und ändern nichts. So macht man es normal und hoffen, dass der Standard richtig eingestellt ist. Kennt ihr das? So, jetzt gehe ich auf erweiterte Optionen. Ich finde, also nicht falsch verstehen. Ich finde es ja toll, dass man da mehr einstellen kann. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ich damit einstelle, dann belasse ich das. Und dann wird es aber auch schief gehen. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, hier etwas zu machen. Öffnungsmakros kombinieren. Ich kann mehrschichtige Bauteile auftrennen. Das heißt, ja, ich möchte eine Wand vielleicht auftrennen und eine Gruppierung unterdrücken. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt exportiere, werden die Wandschichten einzeln ausgegeben. Und so denke ich mal, wird es trotzdem als Gesamtwand gesehen, aber noch zwei Schichten gemacht. Weiß ich nicht. Wir probieren einfach mal beides aus. Und jetzt Attribute Mapping, das hinterfragen wir jetzt erstmal gar nicht. So,
dann nenne ich das nicht original, das habe ich schon abgespeichert, ohne diese mehrschichtige Bauteil aufdrehen. Wir schauen uns einfach mal an, was der Unterschied ist. Also 02, mehrschichtige Bauteile auftrennen, Gruppierung unterdrücken. Wunderbar. Ja, schön. Dasselbe Spielchen machen wir jetzt nochmal. Wir exportieren nochmal die EFC-Daten. Dieses Mal gehen wir in die Einstellung rein und sagen... Ja, das... Da! Sorry. Wand. Und unterdrücken wir nicht. Nicht unterdrücken. Schauen wir, ob da überhaupt ein anderes Ergebnis rauskommt. Okay. Ich nehme da jetzt ein anderes Programm einfach her, damit man einen Unterschied sieht. Also ich habe jetzt einmal nicht Bauteile aufgetrennt und dann kommt das Ganze als Gesamtwand hier raus. Und hier die Stütze. Wir sehen ja hier die GUID. Wie könnte ich das am besten anbringen, dass wir beides sehen? Machen wir so. Oder wir klappen hier alles ein. Genau, machen wir es so. Dann können wir es hier groß machen. Beim Vision machen wir hier... Ich habe einfach irgendein Programm genommen, das kostenfrei ist. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, ohne dass ich jetzt eine Werbung dafür machen möchte. So, die Stütze. Hier die GUID. 0G9. Wunderbar. Wir klicken auf die Wand. Das ist die Gesamtwand. 0L3O. 0L3O. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Profis, die da viel mehr dazu sagen können als ich. Aber ich gebe bloß die Problematiken durch, die der Alplan-User dem normalen Otto-Normal-Zeichner bevorstehen. Und jetzt bin ich eigentlich noch tief involviert und würde mich jetzt nicht als Normalo bezeichnen, sondern schon vor allem in der Attribuierung bin ich tief verankert. Und jetzt möchte ich einfach die Probleme ein bisschen aufzeigen. So, gut, jetzt haben wir hier die Wand. Und jetzt lade ich doch einfach mal die nächste Datei ein. Was ist mit Gruppierung unterdrückt? Gruppierung unterdrückt, das heißt, wir haben jetzt wirklich zwei Schichten. Ich sehe die 1PK, wunderbar. Und wenn ich die andere anklicke, die 3WRC, wunderbar. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht dieses gesamte... Warum liegt denn das so schräg? Oh Gott, okay. Egal, das liegt jetzt am Programm, an meinem Handling, an nichts anderem. Aber es hat das gemacht, was ich gedacht habe. Und jetzt nicht unterdrückt. Okay, aber jetzt erkenne ich nicht... Gibt es noch irgendwie die Gesamtwand? Okay. Passt. Dann möchte ich jetzt nochmal diese Version, ob da auch eine Gesamtwand da war. Nee. Aha. Dann ist für mich aus meiner Meinung die beste Version, etwas zu exportieren, die 03. Gruppieren und nicht unterdrücken. Gruppieren und nicht unterdrücken, denn dann haben wir die einzelnen Schichten, aber auch die Gesamtwand, so wie es Alplan haben möchte. Wunderbar, Haken setzen, oder? Würde ich mal sagen. So, jetzt importieren wir das Ganze aber nochmal rückgängig. Also, wir gehen hier in unsere File hier rein. Jetzt können wir das Ganze per Drag and Drop da reinziehen, dann wird einfach die letzte Einstellung übernommen aus unserem Import. Deswegen gehe ich lieber auf Importieren, IFC-Daten importieren, kann hier irgendwas einstellen, Austauschprofile laden, wenn ich etwas gespeichert habe. Ja, was wollen wir denn alles laden? Und so weiter und so fort. Jetzt suchen wir erstmal den Dateinamen. Wir holen uns einfach erstmal das Original. Original. Und Attribute Mapping machen wir jetzt nicht. Und wir sagen einmal okay. Jetzt müssen wir das Teilbild dafür wählen. Ich wähle mal das Teilbild 22. So, okay, ich muss. Ja, dann nimm doch das Teilbild 5 bitte. Okay. Teilbild 5. Hier, ich nenne es jetzt 1 Original. Okay, wir machen dasselbe wieder, wir importieren nochmal. Die 06, genau. Ich hole mir schnell den Namen hier raus, dass wir hier genau denselben Namen haben, mache ich jetzt auch für das Original hier 01, finde ich besser, dann haben wir es durchgängiger und wir importieren ein letztes Mal die IFC-Daten 03 in die 07 rein,
Drei Elemente. Zwei Wand, eine Stütze. Aha, gut. Und nennen das Ganze ebenso wie die IFC. Können wir hoffentlich alle folgen. So. Ihr kennt das Spielchen, was man in Alplan machen kann. Wir holen uns alle Teilbilder und müssen ein bisschen verschieben. Das heißt, wir haben jetzt alles aktiv. Ich hole mir dazu die Objektpalette, hefte die mir jetzt einfach mal an, schaue nach Teilbildern und sage deaktiviert, deaktiviert, nee, du verschieb dich, du wird rot, du wird grau, verschieben wir um 10 Meter, oh, wir verschieben es nach rechts. Je nach, ja, ich möchte eigentlich das 1, 2, 3, 30 Meter. Kann ich das jetzt nicht wieder aktiv machen? Kann, ja doch, ich hatte den Befehl noch drin. So, du 20 Meter. Was? Absatzpunkt hier, 20 Meter, Anfängerfehler, gell? Escapen. Rot, grau. Von hier 10 Meter. So, selbe Spielchen nochmal. Wir machen jetzt hier alles wieder auf aktiv. Wir sehen keine Oberflächen mit übergeben. Das müssen wir immer nachholen. Das heißt, wenn ihr auf die GUID des Architekten vertrauen müsst und ihr seid selber Tragexperte, dann müsst ihr jedes Mal die Intelligenz nachfügen und auch die Oberfläche. Viel Spaß. So, jetzt habe ich aber nicht mal mein Vorlaufprojekt benutzt. Jetzt wird es mich sehr interessant. Wir haben jetzt hier vier Teilbilder und ich möchte das Ganze jetzt auch hier beschriften. Das ist die 01 Original. Original, dass wir auch hier sehen, was ist denn was. Ne? Ah, komm, hallo, stopp, 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 Alban, wo ist mein Mauszeiger? Wo ist mein Mauszeiger? Aha, aha, magst du nicht gerne beschriften? Das kriegen wir aber hin, das schafft Alban noch. Besser. Ah, rendern, ja, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen nicht rendern, ich habe F2 gedrückt. Ja, weil F2 heißt mich auch umbenennen. Naja, genau. Und das wollte ich jetzt hier benutzen. Aber in dem Fall geht es natürlich nicht, aber in der Bauwerkstruktur funktioniert es. Das war mein Fehler durch das Klicken des F2-Buttons. Wieder. Ich bin da so drin, ne? Gut, jetzt wissen wir, welches haben wir denn woher. Und jetzt beschriften wir das Ganze wieder. Wir machen dasselbe Spielchen. Wir nehmen erstmal das hier. Und erstmal die Gesamtwand, wie überall. Wir versuchen jetzt die Gesamtwand abzusetzen. Das können wir im Original. Wunderbar. Das wollen wir nicht mehr. Also jetzt hier. Können wir die Gesamtwand absetzen? Ah, geht schon nicht. Nein, ist nicht möglich. Und hier? Ist nicht möglich? Bin empört, das gibt's doch nicht. Wo liegt mein Fehler? Ich will die Gesamtwand. Bauteil auftrennen, ich will es aufgetrennt haben. Gruppierung unterdrücken. Okay, dann muss ich es auf Original lassen. Okay, gut, dann habe ich wieder was dazu gelernt. Passt ja auch. Also die Gesamtwand, gut, aber kriegen wir die nicht raus über. Attribute? Die hat sich jetzt schon geändert. Okay, ich beschrifte mal das zu Ende. Ich bin gar nicht entzückt.
Stütze ist korrekt. Gesamtwand ist hier auch korrekt. Schichten sind nicht korrekt. Schicht ist nicht korrekt. Schicht ist nicht korrekt. Ja, dann sag mal, dass das jemand lernen muss. Hier stimmt wenigstens die Gesamtwand. Okay, wie kann ich das jetzt exportieren, dass die richtige GUI rauskommt? Wir haben ja eingelesen. Ich lese nochmal die GUI 2 ein. Der Wende. Machen nochmal dasselbe Spiel. Wir vergleichen mit der 2. Wenn wir das hier in Alplan öffnen, haben wir hier 1 PK. Material Stahlbeton und 3 BR. Ich mache mal ein neues Projekt auf und ich bin ein bisschen empört. Gut, 2. Okay. Ja, mach's irgendwo rein, mir egal. Teil mit 1 finde ich gut. Super. Selbe Spielchen, wir beschriften wieder. Gut, der Gesamtwand. Gut, der Gesamtwand. Aha, da liegt der Fehler. Die Schicht. Oh, krass, ey. Okay, ich kann wieder. Also, ich kann wieder ins Projekt 1 zurück. Also, ihr merkt, wie komplex dieses Thema allein mit der GUID wird. Das zu stemmen. Viel Spaß, ey. Also, hier ist die Gesamtwand jetzt. Die GUID. Und hier auch. Das ist das Original. Und die Schicht bekommt nochmal eine neue GUID. Ich sage nichts gegen das System, also gar nichts, also wie gesagt, also es bleibt, wow. Wow. Das heißt, ihr müsst wissen, wo ihr die GUID herbekommt, beim Importieren, Exportieren. Jederzeit müsst ihr das für jedes Bauteil unter Kontrolle haben. Jeder Mitarbeiter, viel Spaß. Passt auf mit der GUID. Eieiei. Und jetzt zeige ich euch noch was. Wir haben hier ein Original, ich kopiere, wenn ich kopiere, bleibt dann alles gleich. Ihr dürft alle raten. Natürlich nicht, die Beschriftung, die GUID, die ändern sich beim Kopieren. Also, wir geben einen Haken. Kopieren, nein, dürfen wir nicht. Dann ändert sich die GUID. Wir haben jetzt hier, wir merken uns einfach diese GUIDs, dürfen wir Punkt modifizieren. Punkt modifizieren dürfen wir, das heißt, wir dürfen jederzeit das Bauteil irgendwie kleiner oder größer machen. Die GUID ändert sich dadurch nicht. Okay, ich habe mir eine kleine Liste gemacht, was man alles anstellen kann. Hier, und die gehe ich mit euch durch. Das heißt, wenn ihr jetzt, wir merken uns mal hier, Steuerung C, Steuerung V und schon ändert sich das Ganze in der GUID. Das ist natürlich dann auch teilbildübergreifend, wenn sobald ihr das die IFC importiert und wollt es in ein anderes Teilbild legen, weil ihr eine andere Bauwerkstruktur habt, vergesst es, dann ändert sich die GUID. Wenn ihr das Ganze über den Projektpiloten macht, selbes Spielchen. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Kopieren nach. Ich mache es mal aufs Teil mit 8 mit Namen kopieren.
Wir fügen hier das Teil mit 8 hinzu. Wir vergleichen Original und Originalkopie. Und ihr seht auch über den Projektpiloten, also das war jetzt natürlich etwas ungeschickt, da ich Peter, das war dumm. Aber ich kann euch auch versichern, auch über den Projektpiloten ändert sich die GUID. Was habe ich noch? Umwandeln. Befehl umwandeln. Das heißt, wir wollen ja irgendwie unsere Intelligenz angeben. Und jetzt setze ich das mal da. Schaut mal jetzt nicht auf die Oberfläche, denn die ist hier nicht gegeben in diesem Projekt, weil es nicht aus meinem Vorlaufprojekt kommt. Aber ich möchte jetzt zumindest hier von dieser Wand, das ist, oder ich mache das jetzt einfach mal so, ich möchte die Flächendarstellung übergeben. Beton bewährt. Und hier Dämmung. Dämmstoff, okay. Machen wir das Ganze so. Und das möchte ich natürlich jetzt meinen Bauteilen übergeben. Das kann ich jetzt zum Beispiel mit Umbau machen. Umbau. Umbauplanung. Mit Umbauplanung übergebe ich die Attribute und die Oberfläche. Und sage jetzt einmal mal hier anwenden. Und jetzt wird natürlich alles. Stopp. Wir wollen das an der Dämmung geben. Was hat es denn jetzt alles gemacht? Dann haben wir jetzt zwei. Okay, ich mache rückgängig. Jetzt schaut es wieder normal aus. Nochmal bitte Umbau. Ich glaube, ich habe im Befehl etwas falsch eingestellt. Attribute ersetzen, ja. Ich nehme das von der Dämmung. Ditte. Anwenden. Passt. Du. Anwenden. Eins rückgängig, da hat es doch noch gepasst. Ich mache es mal hier nochmal. Ich habe Angst, dass ich durch den Projektpiloten irgendwas gemacht habe. Also, Umbau. Hier nochmal. Wir sehen, durch die Umwandlung, Umbauplanung hat sich nichts verändert. Gott sei Dank. Attribute zuweisen verändert auch nichts. Das Einzige, was halt wirklich ist, wo man wirklich aufpassen muss beim Import, das auf einmal und beim Export, wo steckt die GUID denn dann dran? An der Gesamtwand oder an der Teilwand? Ja, ihr seht, es ist so komplex. Schaut, dass ihr da einen Experten immer dazu holt, wenn es um solche Sachen geht. Ich bin nicht der Fan davon, dass man irgendwelche IFCs einliest und dann am Ende, oh ganz toll, und dann am Ende auf seine ganze Bauwerkstruktur verzichten muss, weil man das einfach einliest und dann ist es so, der Barz. Und jetzt muss ich auf einmal meinen Ebenenmanager wieder anpassen und so weiter und so fort. Also mein Teilbild am Ebenenmanager verknüpfen. Ich habe so viele Umbauarbeiten und ich möchte nicht einfach das Modell so vom Architekten übernehmen. Ich möchte es natürlich mit meiner Intelligenz und mit meiner Oberfläche bestücken. Ja, ich glaube, ich habe euch genug gezeigt. Das ist ein wichtiger... Ich weiß jetzt schon, die meisten sagen, das ist viel zu komplex. Klappe ich wieder zu. Genau das ist es auch. Es ist zu komplex für einen normalen Arbeiter, der sich nicht darum kümmern kann. Deswegen gibt es ja auch BIM-Manager und so weiter und so fort. Und das muss natürlich jemand übernehmen, der Ahnung davon hat, was er macht. Wenn ihr aber eine Datei bekommt und ihr könnt die Import, beim Import habt ihr Probleme, dann müsst ihr euch mit dem Exporter in Verbindung setzen und immer diskutieren und reden, was ihr genau braucht. Und dann müsst ihr ausprobieren, damit ihr zum gewünschten Ergebnis kommt. Es erspart euch eine Menge Zeit, wenn ihr auf einmal Räume richtig bekommt oder nicht und so weiter und so fort. Ihr seid nicht dafür zuständig, dass ihr das Modell vom Gegenüber ausmistet. Aber der andere ist auch nicht zuständig dafür, dass ihr ein sauberes Modell bekommt, außer es steht irgendwo geschrieben. Ich hoffe, ich habe euch hier einen riesen Einblick über OpenBIM geben können. Wenn es jetzt nicht um die GUID geht, sondern ihr möchtet vom Architekten ein IFC-Modell übernehmen und habt dann gewisse Probleme, zum Beispiel, dass da irgendwie die Wände auf Gärung und so weiter und so fort sind, dann meldet es euch bei mir.
Da bin ich natürlich eine gute Ansprechperson, denn genau sowas mache ich sehr oft. Und ich kenne, also ich kenne leider wirklich gar keinen Experten, aber da gibt es bestimmt noch viele andere. Aber wer kennt sich wirklich damit aus, vom Architekten IFCs zu übernehmen und die dann zur Weiterverarbeitung zu übernehmen? Und das ist von Fall zu Fall verschieden, je nachdem, wie die IFC ist und ob man den GUID verändern darf oder nicht. Ja, und wenn ihr dort darüber Fragen oder sowas habt, dann immer her damit unter info@subgrid.academy könnt ihr euch bei mir melden und vielleicht, also Zeit habe ich momentan keine, aber ich helfe trotzdem irgendwie immer wieder gerne. Aber es muss natürlich irgendwo auch in einem gesteckten Rahmen bezahlbar sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr jetzt noch Zeit habt, das nächste Video bitte anklicken. Wenn euch das Video dann einen Knoten in den Hirn gebracht hat, dann auf jeden Fall liken, denn bei mir hat es dasselbe ausgelöst. Servus, ciao, euer Peter.